Rosetta ist ein Spindelkind und seit sie auf der Welt ist, spinnt sie ein bisschen. Das hat schon mit ihrem ersten Netzchen angefangen. Dort sind nämlich die Fäden nicht im Kreis um die Mitte umgegangen, wie sich das so gehört bei den Spinnen. Nein, ein langer, dicker Faden hat Rosetta gesponnen und zuletzt noch ein einzelnes Täschchen dran gehängt. Ein bisschen hat es ausgesehen wie ein Seilbähnchen. Hey, nein, sagt die Mutter Isabella. Ja, hat man auch so etwas schon einmal gesehen. Wie willst du denn da damit etwas fangen? Also das Kinderbuch Spindel Rosetta und das Spinnlein Rosetta ist zweisprachig. Einmal Hochalemannisch, also das ist das Alemannische aus dem Wiesental. Und Hochdeutsch für die Leute, die kein Alemannisch können. Und in dem Kinderbuch findet man eben die ganz besonderen Talente von der kleinen Rosetta. Nur eben halt, dass es genau das nicht ist, was sie abliefern soll, bis Mutter eines Tages sagt, es ist gut, es mach einfach, was du willst. Vielleicht hast du ja doch Glück und fängst etwas. Und das Ganze nimmt dann ein gutes Ende. Auf einmal saust etwas Dunkles vom Himmel ab. Die Rosetta zittert vor Angst und hebt sich an einem Blättchen fest. Oh je, das ist der Emmerich, der Spatz aus dem Nachbarsgarten, der vor lauter Lust auf Spinnen seinen Schnabel schon weit aufreißt. Hat ihre Mutter nicht immer gesagt, pass nur auf, wenn der Emmerich kommt. Die Rosetta krabbelt geschwind in ein kleines Zelt. Da bin ich sicher, sagt sie sich. Da findet mich der Spatz im Leben nicht. Aber kaum hat sie das gedacht, da kriegt das Zelt den Gink und wackelt so fest, dass es gleich Spindel von einer Seite auf die andere geht. Ganz zürmlig ist sie, das Herzli bumpert fest. Ja, und die Bilder von der Rosetta, die sind so peu à peu entstanden. Zuerst natürlich Bleistiftzeichnungen und dann habe ich angefangen, die Bleistiftzeichnungen einzuscannen und habe sie bearbeitet am Computer. Und Maus war mein Zeichenstift. Der Schnabel und Flügel sind mit Spinnhutle verbebt. Wie eine zusammengeklappte Regenschirm sieht Emmerich aus und ist halber verrückt vor Wut. Mama, schau, ich habe etwas gefangen. Da geht ein Lachen, der ganze Garten durch, wo fast nicht mehr aufhören will. Alle wollen den Emmerich auf den Kopf stoßen. Und so habe ich gelernt, am Computer zu zeichnen. Und es hat, muss ich sagen, mir einen riesen Spass gemacht. Und das habe ich auch bei meinem anderen Buch jetzt übernommen, die Technik. Das ist ein Buch von einem Schneckli, wo ganz große Angst hat und doch irgendwie dann auf eine abenteuerliche Art und Weise seine Angst überwindet. Also mein ganz großer Wunsch ist, dass die Leute wieder Lust kriegen auf Dialekt. Wenn die Kinder vielleicht merken, dass die Eltern oder Großeltern sich gern erinnern und gern den Dialekt lesen, vielleicht springt da etwas über, das wäre schön. Auch wenn jetzt bei der Jugend Dialekt nicht als cool gilt. Manche merken es später eben doch, dass er sehr cool ist, unser Dialekt.